Okay. So, klasse. Haben wir. Und dann geht's wieder zurück. Mehr brauchen wir nicht. Ja, und das eine fällt jetzt. Mein Gott, dann wird sie eben erstmal abgeholzt. Ist ja egal. Hier, ehrlich gesagt, hier würde ich ganz gerne nochmal so ein paar Fackeln noch hinsetzen, so fürs Licht. Ja, komm. Ob da nur Möhren rauskommen oder nicht, ist ja egal. Es muss jedenfalls weg. Wir brauchen den Platz gerade mal. So, Erde hatte ich gesagt, brauche ich auch. Die holen wir uns mal kurz hier aus der Ecke. Die vier Blöcke. So. Okay. So. So, das Wasser weg und dann kann das hier nämlich zunehmend austrocknen. Geht schon los. So, ich trinke mal kurz einen Schluck, während das Feld nichts mehr zu trinken hat. Wie gemein wieder von mir. Und dann würde ich mal hier an die Anpassungsarbeit gehen. Eine Axt brauchen wir auf jeden Fall schon mal, weil wir hier die Ecken rausmachen müssen. Ja, wie gesagt, das Glas können wir leider nicht behutsam abbauen. Das geht nicht. So, und dann würde ich das einfach mal verlängern. Das mit den Fenstern müssen wir dann auch nochmal gucken. Das geht erstmal zu. Ja. Oder erstmal ein bisschen nach hinten vielleicht sogar ausbauen und dann verlängern. Könnte man alles machen. Das soll halt ein bisschen größer werden. Halt oben die Platten können wir schon lassen. War jetzt unsinnig. So. Also quasi bis hier hinter verlängern, so dass wir hier notfalls noch durchgehen können, aber mehr auch nicht. Ach so, war wieder falsch jetzt, weil ich habe ja gesagt, hier hinten die Außenkanten, die sollen schon noch aus Stämmen gebaut werden. Das bleibt mal so. Drei, ne? Hätten wir so lassen können. Hier ist egal, habe ich nicht dran gedacht. Ich mache erstmal die untere Ebene. Das können wir ruhig bis hier vorbauen, weil, wie gesagt, gerade Weizen und sowas brauchen wir dann doch ein paar mehr Truhen am Ende. Das können wir ruhig bis hierher bauen. Ach, siehst du, jetzt habe ich wieder da hinten nicht an den Stamm gedacht. Bin aber auch ein Schussel heute. Da habe ich die Folgen extra mal nachmittags angefangen hier, dass wir nicht übermüdet irgendwas hier bauen und am Ende her failen ohne Ende. So, ja, nee, ich mache es erstmal so, weil wir dann nachträglich noch die Fenster reinziehen müssen und gucken müssen, wo die hinkommen. Hier auf jeden Fall schon mal nicht. Das können wir zumachen. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Und dann machen wir es wieder hier rein, so wie es vorher gewesen ist, in der Mitte. Eins. Oben zu. So. Mal gucken, wie das dann aussieht am besten. Vielleicht brauchen wir hinten auch gar keine. Wir machen nur an der Seite. Ich meine, in unserem Lagerhaus da vorne haben wir auch keine Fenster drin. Doch klar, auch an der Seite. Das hier muss entsprechend auch woanders hin. Nämlich genau in die Mitte. Das ist hier. So. Fenster. Und eine Schaufel hätten wir auch noch mitnehmen können, weil das hier müssen wir ja eh wegmachen, weil da kommt ja dann Holz hin. Mal schnell eine bauen geht nicht, oder? Eine maximale Holzschaufel, aber gut, besser als gar nichts erstmal. Tiefste Steinzeit. Wann haben wir das letzte Mal mit einer Holzschaufel gearbeitet? Ich weiß gar nicht, ob das so viel schneller überhaupt geht jetzt, als wenn wir es mit der Hand machen würden. Aber ich glaube schon ein bisschen. Das ist eigentlich nicht... Die halten natürlich auch nicht lange. Das ist jetzt gerade pure Steinzeit.
Ja, die können auch einfach mal schnell irgendwo einen Steinblock holen können oder so. Ach, ist egal jetzt. Zweckmäßig muss es sein und es geht schon so. Und es geht schon schneller als wie mit der Hand. Ja, mit der Hand dauert es länger, das ist schon richtig. So, na gut. Hat alles seinen Zweck. Unser schönes altes Feld hier einfach abgerissen für ein zusätzliches Lager. So groß hätte es fast eigentlich gar nicht sein müssen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht können wir es dann auch ein bisschen komprimieren und eher nach hinten das Feld verlängern. Aber ich glaube, dann ist es wieder fast genauso groß wie vorher und das nützt uns ja dann auch nichts. Ich muss bloß mal ganz kurz einen Blick auf mein Handy werfen, alles klar. So. Okay. Holz hatten wir ja genug dabei. Theoretisch reicht das. Wie gesagt, vielleicht hätten wir es gar nicht ganz so groß machen müssen. Das werde ich dann noch kurzfristig entscheiden. Okay, dann hinten die Wand noch durchziehen. Wie gesagt, da mache ich jetzt erstmal keine Fenster rein. Muss ich dann mal gucken, wie es aussieht. Können wir nachträglich immer noch machen. Hier genauso erstmal. Und dann ziehen wir die Decke hoch. So. Uff. Doch nicht mehr so viel Holz dabei. Sehen, ob es noch reicht. Ansonsten holen wir uns hinten schnell einen Baum. Das wird definitiv nicht reichen. Da holen wir uns mal schnell einen Baum weg. Achso, hier können wir ja nicht mehr durchgehen. Ah, hier stehen auch noch genug notfalls. Ach komm, ist doch egal. Wir rekultivieren ja Pflanzen jederzeit wieder neue rein. So. Das Holz, was wir jetzt hier haben, reicht auf jeden Fall mal für ein paar Bretter. Und die paar Bretter, die wir jetzt hier haben, die sollten auf alle Fälle noch reichen, um das Lagerhaus hier fertig zu bedachen. Ja, perfekt. So, ein bisschen dunkel noch. Licht also in jede Ecke noch. Eine Fackel rein. So, denke ich, passt. Dann müssen wir den Ofen mitnehmen. Dazu brauchen wir die Spitzhacke. Für die Werkbank brauchen wir eine Axt. Ja, und hier die Kisten muss ich dann mal sehen. Ich würde, hier ist das Weizen nämlich drin. Das dürfte jetzt mein Inventar gleich sprengen. So ist es. Erstmal den Ofen und die Werkbank wieder irgendwo hier herstellen, nämlich. Bestenfalls hier irgendwo in die Ecke. Vielleicht gleich hier vorne. So. Und dann fangen wir mal mit den Truhen an. Die sind jetzt hier. Würde ich mal sagen, machen wir einfach mal. So, dann hätte ich natürlich noch ein bisschen mehr Holz gebraucht. Ja, halt. Erstmal das Weizen hier rein, weil wir brauchen natürlich auch noch Holz, um noch ein paar zusätzliche Truhen dann zu produzieren. Sollte aber kein Problem sein, weil wie gesagt, wir sind ja quasi am Waldesrand. So, erstmal das Weizen wieder hier schön reinschroten. Dann nehmen wir die mit. Mit den ganzen Möhrchen. Ich würde mal sagen, eine Truhe lassen wir dann noch für Weizen. Und dann, das ist wie gesagt, eigentlich ist es zu groß. Ich müsste mal gucken, wie das von den Dimensionen aussieht. Das waren ja eigentlich immer 10 Blöcke hier. Wenn ich das 10 verkürze, ist es genauso groß wie vorher. Bringt mir auch nicht viel, oder? Ich glaube nicht. Naja,